Hallo, in diesem Schritt lernen wir kennen, wie wir Gebäudegrundrissdaten aus OpenStreetMap exportieren, sodass sie also in einem GIS-Programm zunächst und später dann in unserem 3D-Programm nutzbar sind. Hierfür nutze ich einen Dienst, der nennt sich overpass-turbo.eu, das ist also ein italienischer Anbieter und praktischerweise habe ich also hier jetzt schon auf Jena gezoomt. Ansonsten müssten Sie hier nach Herne navigieren. Was Sie hier im Kartenfenster sehen, ist also eine Voransicht des Kartenausschnittes, der letztendlich ausgegeben wird. Was muss ich tun? Im nächsten Schritt gehe ich also erstmal auf Ausführen. Und was jetzt passiert, ist also, dass die Gebäudeinformationen, die Gebäudegrundrisse aus OpenStreetMap extrahiert werden. Man sieht das schon, das ist also hier jetzt ein bisschen umrandet. Und ich kann hier auf Exportieren gehen, Export, und speichere das Ganze als KML. Das habe ich jetzt getan und man sieht, hier unten ist also eine Datei entstanden, die sich Export KML nennt. Und die werden wir jetzt also im nächsten Schritt in unserem GIS-System weiter verarbeiten.